Hallo zusammen. Jetzt im Herbst, wenn die Tage kühler werden und die Sonne nochmal so richtig kräftig scheint, kommen die Schlangen aus ihren Versteckplätzen und sonnen sich noch und fressen auch noch, damit die richtig gut gewappnet sind, um die Winterstarre zu beginnen. Und darüber sprechen wir jetzt. So, wir haben jetzt hier eine ausgewachsene große Ringelnatter. Die hat so eine Länge von 1,06 Meter. Ja, schaut mal, echt großes, schönes Tier. Übrigens, die Ringelnattern, die sind völlig ungefährlich, wie schon in unseren anderen Videos erwähnt. Man erkennt sie an diesem halbmondförmigen Fleck. Oh, da ist eine Fliege, die mich nervt. Oh, weg mit dir. Und dieses Alttier saß jetzt auf diesen trockenen Wurzelstämmen, um sich nochmal zu sonnen für den Herbst, damit sie nochmal viel Energie tanken kann und nochmal zu Kräften kommt. Und vor allem jetzt in der letzten Phase fressen die natürlich ganz gerne Frösche und Kröten. Die sammeln die nicht, die jagen die. Ja? Um dann nochmal wirklich gut die Winterstarre zu überstehen. Die Winterstarre findet in tiefen Erdlöchern statt. Bis zu 1 Meter tief buddeln die sich ein in den Erdboden, gehen also in Mäusebaulöcher, in Felsspalten und auch hier in diesen Heidekraut. Und dazwischen, ganz tief in der Erde, verstecken die sich. Der Schnee bedeckt das Ganze und dann sind die gut versteckt. Oh, da holt sie gerade ab. Noch mal ganz kurz einmal zeigen. So, und dieses Alttier ist natürlich eine Mama und sehr, sehr wichtig für die Reproduktion unserer Schlangen. Denn so eine Mama legt ca. 30 Eier ab. Die Eier werden in feuchtem, warmen Substrat abgegeben. Und wir haben festgestellt, dass auch in diesem Heidekraut hier, an den Waldrandgebieten, da wo zum Beispiel auch gemähtes Gras rumliegt, die Ringelnatter Eier vorkommen, weil wir nämlich ab und zu, wenn wir zum Beispiel nach Blindschleichen gesucht haben und dieses Heu und Gras aufgedeckt haben, oder zum Beispiel Heidekraut ausgebuddelt haben, um das zum Beispiel irgendwo an so Steinmauern einzusetzen, Eier drinne waren von der Ringelnatter. Die Ringelnattern fressen ca. 2-3 Wochen vor der Winterstarre nichts mehr, damit sich der Darm auch richtig entleert. Denn würden im Darm noch Futterreste drin sein, dann würde die Schlange sterben, weil die Bakterien im Winter auch noch arbeiten können und die würden anfangen, das Gewebe zu zerfressen. Und dann verfaulen die Schlangen sozusagen und das ist nicht so toll. Und dementsprechend haben die Tiere, die in den nördlichen Gebieten leben, gelernt, vor der Winterstarre nichts mehr zu fressen, damit die den Winter auch gut überstehen. Wichtig ist vorher viel Speck anzusetzen. Das heißt, die Ringelnatter ist besonders in den Endsommer- und Anfang-Herbstphasen besonders aktiv und frisst dann unheimlich viel und auch gerne, damit die wirklich genug Speck hat. So, tolles Tier im Revier.